Hallöchen und willkommen hier auf dem Festival Plaza. Kleiner Ganove. Und heute möchte ich euch ganz kurz etwas erklären oder etwas zeigen. Und zwar, wir machen ja keine Schlingel-Battles mehr, weil es ja keine Kampfkamera-Codes bzw. Uploads der Kämpfe mehr gibt. Oder zumindest dachte ich das, bis vor kurzem. Denn wir, ja, unsere Community hat herausgefunden, dass man immer noch Kampfkamera-Codes einsenden kann. Und deswegen gehen die Schlingel-Battles weiter. Wenn ihr nicht wisst, was Schlingel-Battles sind, ihr macht einen krassen Kampf oder ihr habt einen krassen Kampf gehabt, den ihr unbedingt jemandem zeigen müsst, entweder weil der Kampf richtig spannend war, weil gute Plays dabei waren mit Predictions oder mit ultra hartem Skill, krasse Anti-Meta-Sets oder irgendwas, was man nie gesehen hat, oder weil so krass viel Hacks integriert oder der Kampf so krass viele Hacks beinhaltet hat, dass es einfach nur lächerlich ist und ihr es irgendjemandem zeigen müsst, dann speichert den Kampf nach dem Kampf ab in eure Kampfkamera und schickt ihn mir. Und wie ihr das macht oder wie ihr das könnt, zeige ich euch heute. Wir befinden uns im Kampf im Festival Plaza und gehen nun in dieses Schloss rein. Und ich glaube, es war diese Dame, ich bin nicht mehr sicher. Das warst gar nicht du, ne? Ja, globalen Spektakel. Das warst auch nicht du, sondern du warst das, ne? Ich glaube, ja. So, herbeirufen. Nee, das war, du warst es auch nicht. Und du warst es erst recht nicht. Von daher, war es der PC? Ah, okay. Sorry, Leute, es ist keine Person, es ist der PC, mit dem ihr sprechen müsst. Und hier kommt ihr zum Kampfvideo-Server. Wir würden... Perfekt. Er verbindet uns automatisch mit dem Intranet. Das bedeutet, ihr habt hier die Möglichkeit, eine Internetverbindung herzustellen und eure Kämpfe, die ihr abgespeichert habt, anhand eines Codes hochzuladen. Okay, ich muss anscheinend ein Update machen. Cool. Warum kommt diese Scheiße immer dann, wenn ich ein fucking Video machen will? Warum Nintendo? Warum, Game Freak? Okay, ich habe das Update gemacht. Ich hoffe, dass es jetzt klappen wird, damit ich euch das zeigen kann. Aber eigentlich ist es selbsterklärend. Ihr hättet eh mehr oder weniger nur wissen müssen, wo man es wieder hochladen kann, und das Wie erklärt sich dann meist eh von selbst. Aber da das Ganze eine komplette Erklärung sein soll, werden wir es zur Vollständigkeit halber noch komplett ausführen. Okay, so, die SD-Karte wird geprüft, und ihr seht, wir sind jetzt mit dem Internet verbunden und können die Kampfkamera benutzen. Wir können jetzt entweder nach einem Kampfvideo suchen. Dann, ich habe gar keinen Bottom-Screen, egal. Auf jeden Fall seht ihr jetzt, bitte gib einen Kampfcode ein, unten ist die Zahl, bla bla bla, ne, da muss man so einen Code eingeben und dann findet man, dann findet man das Video. Kann ich bitte? Okay. Kampfvideo wird gesucht, ja, nice. Da wirst du eben nichts wirklich finden, also wenn da was gefunden wird, dann weiß ich auch nicht. Oder man kann Kampfvideo veröffentlichen. Und jetzt kann man sich halt den Kampf auswählen. Ich habe zum Beispiel einen Kampf gehabt auf dem Kampfplaza, den ich aus irgendeinem Grund gespeichert habe. Da steht sogar Kampfplaza, Linkkampf, Kampfplaza und so weiter. Warum kann ich die nicht auswählen? Dieses Kampfvideo kann nicht abgespielt werden. Warum auch immer. Ah, okay, man kann jetzt sogar mehrere Videos löschen. Das ist ja interessant. Okay, cool. Ja, anyways. Wenn ihr das einfach so aufnehmt und mir dann schickt, dann werde ich das
eingeben und abspielen können. Warum das jetzt nicht geht, weiß ich nicht, weil ich die Kämpfe... Arno? Keine Ahnung. Auf jeden Fall funktioniert es gerade nicht, ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall, eure Aufgabe oder euer Job jetzt ist es, wenn ihr einen ultimativ krassen Kampf habt, wie gesagt, entweder krasse Skills mit Predictions oder was auch immer, oder mega heftige Sets, die ihr zeigen wollt, ne, wie zum Beispiel ein fucking Riolu auf Level, was war es, keine Ahnung mehr, auf jeden Fall hat es alles in jedem gerackt, ne, so ein Level 1 Riolu und so, falls ihr irgendwelche crazy Sachen habt, dann unbedingt einschicken, die Schlingel-Battles werden weitergehen, keine Angst, die normalen Wi-Fi-Battles werden weitergehen, ich werde immer noch spielen, jetzt werden einfach zusätzlich Leute die Chance bekommen, ihre Videos einzuschicken und die Besten der Besten werden es dann in die Serie schaffen, okay? Und bitte schickt keine 6-0 Sweeps rein, einfach weil, ne, mit Heno mit Hausbruch, boah, ich bin der King, 6-0 Sweep, das muss die ganze Welt sehen, weil ich bin krass oder so, das interessiert niemanden, das wird nie gepickt werden, sondern wirklich nur Sachen, die interessant sind, cool sind, und wenn ihr sowas nicht habt, dann lasst es. Es ist nicht ein Muss, dass man das einsenden muss, sondern wenn man was Krasses hat, was die ganze Welt flasht, dann könnt ihr das auf jeden Fall zeigen. Am besten schreibt ihr mir dazu auf Twitter oder direkt hier in die Kommentare rein. Hey Sephiron, hier der Kampfcode. Das war ein mega krasser Kampf, die Predictions waren awesome, bla bla bla. Natürlich spoilert mich nicht, weil ich möchte den Kampf gerne blind sehen und kommentieren, aber ihr dürft schon mal schreiben, um was es geht, einfach damit ich so ungefähr eine Ahnung habe. Okay, der Kampf hat anscheinend mega krassen Skill beinhaltet, oder hey, ein spezielles Set oder was auch immer, damit ich mich einfach mal darauf vorbereiten und einstellen kann, okay? Ich glaube, da haben wir genug gesagt. Das soll ein kurzes Infovideo werden, wie ihr mir das Zeug schicken könnt. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei den Schlingel-Battles. Haut rein!